Jo, was geht? Okay, ich will jetzt bitte einen Award haben für den offiziell gestörtesten Podcast des Jahrhunderts, ja? Ich dachte, ich nehme euch mal wieder live mit hier. Und das ist jetzt hier Geräuscheraten, wie im Radio, weißt du? Wenn du erkennst, was das für ein Geräusch ist, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, kriegst du eine Million irgendwas. Okay, es ist eine Spülmaschine. Ich mache jetzt einen Podcast beim Spülmaschine einräumen, während gerade mein Brennnesseltee, den mit frischer Brennnessel aus dem Wald, gerade auf der Heizung steht und da 10 Minuten durchzieht. Genau. Weil nämlich, ich hatte gerade schon wieder so ein geiles Learning wie nennt man das denn jetzt hier, Spülmaschine einräumen? So. Und zwar habe ich das mal auf dem Seminar gelernt und das ist mir gerade wieder hier hochgekommen. Und zwar, wie du die kleinen Sachen machst, so machst du auch die großen Sachen, ja? Weil wir denken nämlich oft, ja, scheiß mal auf irgendwie, weiß nicht, auf vernünftig aufräumen, auf sauber machen und sowas. Wenn es da wirklich drauf ankommt oder wenn da wirklich was Großes ist, ja, dann mache ich das ja. Dann mache ich das ja richtig. Dann mache ich das ja vernünftig. So, ja. Ich habe jetzt gerade kein geiles Beispiel, ehrlich gesagt. Aber das Lustige ist halt, weil wir denken einfach, ja, wir müssten nur die großen Sachen richtig machen. Dabei aber erstmal zu realisieren, hey, im Endeffekt gibt es sowas wie große Sachen ja gar nicht. Weil alles besteht ja aus kleinen Sachen. Ja, selbst wenn ihr ein Seminar vor 1000 Leuten haltet und das vielleicht als groß bezeichnet, gibt es trotzdem die Vorbereitung. Dann bereitet ihr die Rede vor, dann geht ihr auf die Bühne, dann redet ihr. Das sind ja alles kleine aufeinanderfolgende Steps, alles kleine Dinge, die dann eine große Sache vielleicht ausmachen, ja. Aber es ist halt so krass, weil wir sind solche Gewohnheitstiere und du kannst nicht erwarten, dass du den ganzen Tag zum Beispiel ja, also es geht auch ein bisschen um die Intention. Alles, genau, jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Dass du den ganzen Tag alle Kleinigkeiten so total unbewusst machst und einfach so hinschluderst und einfach so schnell wie möglich den Scheiß hinter dich bekommen willst. Und dann, wenn dann das wichtige Große kommt in deiner Welt, dass du dann auf einmal voll on point, voll fokussiert, alles ordentlich und sauber machst. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Zum Beispiel, ich mache morgens mein, mal angenommen, ich würde morgens mein Bett nicht machen, ich würde einfach alles so liegen lassen, mein ganzer Schreibtisch wäre vermüllt, die Spülmaschine versuche ich in Rekordzeit irgendwie so voll zu kloppen und klatsche da alles rein und dann haue ich das Ding genervt zu am Ende. Und dann, jetzt kommt ja mein Business, aber im Business bin ich natürlich dann ordentlich, sauber, ruhig, langsam fokussiert. Nein, das wird wahrscheinlich dann nicht funktionieren. Das heißt, wie du die kleinen Sachen machst, machst du dann auch die großen Sachen. Und im Endeffekt gibt es nur kleine Sachen, ja? Und hey, hast du schon mal versucht, eine Spülmaschine mit Liebe und Geduld, oh Gott, so wie ich das gerade mache, einzuräumen? Nee, oder? Es kann nämlich auch irgendwo echt angenehm sein, wenn du dich wirklich auf die Spülmaschine einräumen konzentrierst und nicht denkst, das ist irgendeine Scheißarbeit, die du einfach hinter dich kriegen willst, sondern du machst es mal ruhig, langsam. Alles schön ordentlich, ne, mit Gefühl. Ja, stell dir vor, du würdest die Spülmaschine für deinen Chef oder so, keine Ahnung, oder für die Queen einräumen, ja. Und die würde hinterher die Spülmaschine sich nochmal anschauen. Also alles sauber und ordentlich. Und dann ist es viel, viel leichter und entspannter. Und du fühlst dich auch hinterher gut. Ja, anstatt so irgendwie so gestresst das Ding einfach voll zu räumen, damit man so wenig Zeit wie möglich mit der Spülmaschine verschwendet, ja. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Ja. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber ich habe es gerade vergessen. Auf jeden Fall ist die Spülmaschine jetzt eingeräumt und es war sogar leichter als gedacht. Hey, hätte ich das gedacht. Ihr solltet einfach alle einen Podcast aufnehmen, während ihr eine Spülmaschine einräumt. In diesem Sinne, Spülmaschine ist voll, Podcast ist voll. Ich wünsche dir einen geilen Tag. Peace.